moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Undertaker. Ja, und zwar im letzten Video habt ihr die ersten Guides gesehen, wie das Spiel so vonstatten geht mit einem neuen Account. Hier seht ihr jetzt meinen Main Account. Wir sind bei 5316 Trophäen tatsächlich schon. Siege 261 bei 190 Niederlagen. Und ja, was gibt's Neues? Ich habe gestern den Battle Pass tatsächlich auf Max bekommen. Ich war so auf Stufe 80, schätze ich mal so rum. Da war ich schon vom Freispielen her. Und habe mich dann dazu entschlossen, meine Diamanten, die man hier ab und zu bekommt, die Premium-Währung hier oben, die ihr natürlich für echt Geld kaufen könnt, aber auch frei bekommen könnt im Game über Aufstieg, Levelaufstieg in Ligen zum Beispiel, gibt es manchmal Kristalle oder halt auch Battle Pass selbst. Ja, und ich habe mich dazu entschieden, den Battle Pass hochzucachen mit den Credits, die ich Free-to-Play bekommen habe, um jetzt erstmal die letzten beiden Kisten zu bekommen, wo jeweils eine Legendary drin ist. Und ab sofort gibt es die Bonuskiste für alle 1000 Tokens, die ich verdiene. Und da ist jedes Mal die Chance auf eine Legendary mit drin. Leider nur, wie ihr oben seht, 2% Chance. Aber so ein kleiner nächster Tipp. Ich meine mal, Kisten kaufen, ja, kann man sparen. Aber hier kostet so eine große Chest, kostet 2000. Da spart er natürlich sehr lange für, um dann ja auch eine Legendary zu bekommen. Ihr könnt natürlich für diese Kiste sparen irgendwann oder ihr nutzt es, um euren Battle Pass hochzuleveln. Bleibt euch überlassen, ist so ein kleiner Tipp von mir, wie ich es gemacht habe. Und ja, ansonsten könnte man natürlich auch überlegen, hier unten die Tokens zu kaufen, ob sich das lohnt. Müsst ihr selber entscheiden. Ja, und ich möchte euch heute im Großen und Ganzen dieses Deck hier vorstellen, mein neues Schaman-Deck. Bekommen habe ich nämlich gestern, ah ne, das ist nicht mal das richtige Deck. Ich habe gestern noch bekommen den Beschwörer. Und das ist auch eine sehr nice Legendary-Karte. Beschwört bei Fusionierung eine zufällige Einheit auf eine freie Zelle. Der Rang der Einheit ist zufällig und reicht von 1 bis zum Fusionsrang des Beschwörers. Genau, das Deck wollte ich euch heute kurz vorstellen. Da ist es. Da spielen wir Boreas. Kennt ihr bestimmt alle. Richtig nice Legendary Karte, wenn ihr da das Angebot habt, denen euch für 10 Euro ist es, glaube ich, zu gönnen. Könnte man drüber nachdenken, muss man aber natürlich nicht. Könnte auch Free-to-Play bekommen. Denn den Meme kann eine beliebige andere Einheit des gleichen Fusionsrangs fusioniert werden, also ihr könnt ihn mit jeder anderen Karte des gleichen Ranges fusionieren. Harlekin, die Karte, die noch ein bisschen verbuggt ist meiner Meinung nach, weil hier steht, erzeugt beim Fusionieren eine Kopie einer zufälligen Einheit mit dem gleichen Fusionsrang und es ist einfach nicht so in-game, ihr werdet später sehen, ist es immer 1:1, das heißt, wenn ich Harlekin mit Boreo fusioniere, kommt ein zweiter Boreos raus. Immer das gleiche. Denke, ist vielleicht ein bisschen verbuggt, könnte noch gefixt werden, ja. Beschwörer haben wir gerade drüber gesprochen und wer kennt sie nicht? Die Schamanen, ihr wisst Bescheid, senkt beim Fusionieren den Fusionsrang einer zufälligen Einheit um 1. Genau, und darum soll es uns gehen. Kritischen Schaden könnte man noch ein bisschen hochpushen. Ich habe genug Gold jetzt schon angesammelt über die letzten Tage. Habe ich meistens Koop gespielt. Auch nochmal so ein kleiner Tipp zwischendurch in diesem Video. In Koop könnt ihr sehr gut Gold farmen. Und ich hoffe, dass da bald noch auch hier unten die beiden Schaltflächen freigeschaltet werden, dass wir da mit Freunden zusammen vielleicht Koop spielen können. Das wäre schon nice. So, wir gehen jetzt rein in PvP. Ich sage aber auch gleich, es muss nicht auf Anhieb klappen, das Deck. Manchmal ist es ein bisschen tricky und man hat einen schlechten Start und verliert dann auch sehr schnell. Genauso schnell kann man aber auch gewinnen mit diesem Deck. So, wir gehen rein. Der Boss wird bändiger, sehr gut. Schon mal ein guter Boss. So, jetzt geht es darum, wir multiplizieren hier unseren Schaman und mit dem Meme können wir ihm jetzt einfach auswählen. Ich würde gerne warten, bis er eine andere Einheit setzt. Er wartet nämlich auch, dass wir jetzt den Schaman setzen. Sein Priester macht auch keinen Schaden. Wir warten noch hier und jetzt seht ihr das mal. Beschwörer, ich kann die beiden jetzt übereinander ziehen. Zack. Und wir kriegen zwei neue Einheiten. Also einen Boreos haben wir jetzt bekommen. Oh, Glück gehabt, haben wir noch schnell genug gesetzt. Zack, können wir auch so machen. Und am besten jetzt sein Boreos snacken. Schade, leider nicht. Sonst wäre das Game wahrscheinlich sehr schnell vorbei gewesen. Sehr schön, zweiten Boreos bekommen. Braucht ein bisschen Damage. Er kann sich jetzt unseren snacken. Ja, das ist sehr schlecht jetzt für uns. Ich werde mal so machen. Gucken, was bei rauskommt. Na, das könnte schon
das schlechte Beispiel sein, wovon ich geredet habe. Wir sind jetzt halt im Bedrängnis, weil wir keinen Damage kriegen. Ja, das war jetzt natürlich das Worst-Case-Szenario, was passieren kann. Er hat auch Schamanen gehabt, uns gut unter Druck gesetzt und unsere Damage-Dealer geklaut. Und dadurch haben wir eine schnelle Niederlage leider bekommen. Gucken wir mal ins nächste Match rein. Man kann natürlich manchmal eine Pechsträhne erwischen, hatte ich heute auch schon, dass ich... Ja, er spielt auch wieder Dings, nicht so geil. Oh, das war okay. Kein Damage-Dealer leider. Ich habe heute auch schon mehrere Spiele hintereinander verloren leider. Muss man einfach mal schauen. Dafür habe ich aber auch schon Phasen gehabt, wo ich mit dem Deck einfach 10-mal hintereinander easy gewonnen habe. Ja, ist okay, den kann er sich snacken. Jetzt müsste am besten Schaman kommen, das wäre richtig gut. Dann könnten wir ihm 2 Karten klauen. Schade, leider nicht. Na, Schaman-Deck gegen Schaman-Deck ist immer ein bisschen tricky. Er klaut uns Boreus. Läuft sehr gut für ihn. Jetzt kommen wir mal zum Zug hier. Ja, wir klauen ihn so mit Boreus. Und jetzt am besten oben, jawohl. Das war jetzt das Beste, was passieren konnte. Wir kopieren hier noch unseren Fusionsrang 2 Boreus. Ich hoffe, ich spreche ihn auch richtig aus, Lul. Ansonsten berichte ich mich gerne. Jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus. Er muss jetzt auf jeden Fall seinen Mana spielen. Er ist ein bisschen in Bedrängnis. Wird er aber, denke ich mal, noch schaffen. So, wir klauen ihm mal noch eine Karte. Schade. Ja, den kann er sich snacken, ist easy. Ja. Wir hatten jetzt einmal das Worst Case und einmal das beste Szenario, was passieren kann. Diesmal haben wir ihn gleich am Anfang sehr viel Schaden zugefügt über die Schamane. Hatten Glück bei den Fusionen mit dem guten Beschwörer, der auch echt stark sein kann. Ihr habt es ja gesehen, manchmal fusioniert ihr den, habt direkt einen guten Boreas auf Fusionsrang 2 und dann seid ihr erstmal in Front. Dieses Deck wollte ich euch mal kurz vorstellen, so im Kurzen und Ganzen. 30 Trophäen haben wir bekommen, nice. Ja, wir können uns zurzeit so auf den 5300 halten, hatte heute auch noch nicht so viel Zeit zum Pushen. Ich denke, mit dem Deck geht es aber noch weit nach oben. Das Deck hatte ich irgendwann mal irgendwo so halbwegs gesehen, da war ein Ingenieur mit drin. Und ich dachte mir dann heute einfach so, warum spielt man eigentlich Ingenieur und nicht Boreas? Weil Boreas ist halt absolut nice, der ist gerade absolut im Hype bei uns. Deswegen habe ich den reingepackt und habe heute tatsächlich auch jemanden gesehen, genau mit dem gleichen Deck, der auf über 7000 Trophäen ist. Also das Deck hat auf jeden Fall Potenzial, wenn ihr natürlich die entsprechenden Karten schon habt, könnt ihr das gerne mal ausprobieren und nachspielen und mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr damit klarkommt. Ob das bei euch auch ganz gut läuft oder ob es eher nicht so läuft bei euch. Dann könnt ihr mir auch gerne Decks vorschlagen, die ich mal ausprobieren soll. Machen wir das natürlich gerne. Und für die, die es noch nicht wissen, wir sind öfters live auf twitch.tv/TheUndertaker. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Wird jetzt auch das ein oder andere Mal Rush Royale gestreamt. Ansonsten gerne meinem Discord-Server beitreten. Da haben wir auch einen extra Textkanal für Rush Royale eingefügt. Und da könnt ihr euch Tipps abholen von anderen Spielern oder von mir selbst. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Lasst gerne Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr weitere Videos zu Rush Royale sehen möchtet. Und ansonsten bleibt nur zu sagen, bleibt gesund und ja, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.